Hallo, es gibt mal wieder ein neues Video zu Autodesk Maya. Und heute geht es um die Auswahlwerkzeuge. Wenn man jetzt halt hier einen Cube erstellt, hat man mit Rechtsklick die Möglichkeit, verschiedene Sachen anzuwählen. Da haben wir jetzt halt einmal Edge, das sind also die Kanten. Hier links hat man jetzt halt auch, wir sehen, hier gibt es ja, wie ich schon mal gesagt habe, kann man es ja hin und her bewegen, drehen. Und auch größer und kleiner machen. Das hat man dann noch Vertex. Das sind einfach gesagt die Punkte. Kann man halt nur bewegen. Größer und kleiner kann man die nicht machen. Mit den Tasten W, I und R kann man verschieden umstellen. Also W ist sind die Pfeile. E ist das zum Drehen und R ist größer und kleiner. So, dann haben wir hier noch Face, also die Oberfläche. Ich glaube, das dürfte ganz normal sein. Und dann gibt es hier noch das Multi. Das Multi-Werkzeug, das ist eigentlich auch ziemlich praktisch. Das hat nämlich alle drei also wesentlichen Sachen enthalten. Also da kann ich jetzt halt, hier die Ecke auswählen, aber auch hier die Kante auswählen oder auch die Fläche. Das erspart dann schon immer Zeit, hier einfach immer rumzuklicken, um es halt neu auszuwählen. Und dann gibt es halt noch zum Schluss noch den Objektmod. Also, das sagt eigentlich schon alles aus. Es ist einfach nur, dass man das ganze Objekt dann halt anwählt und keine Kanten, sondern das ganze Objekt. Genau, das war es dann auch schon von diesem Video. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.